Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sky Factory 2.5. Ich bin gerade frisch aus dem Nasser zurück und habe mir mein ganzes Gelumpe wiedergeholt und habe, wie man jetzt hier erkennen kann, 5 Dollys. Und ich kenne jemanden, der auf jeden Fall was von mir zurückhaben möchte erstmal. Schon ganz furios angeflogen. Her damit. Eins. Ja. So, Scanner War hat mir teuer nämlich genug. sein Schwert ausgeborgt gehabt, damit ich da drüben mal aufräumen kann. Und wir haben jetzt eine Rüstung zum Fliegen, auf jeden Fall für Notfall zur Reserve. Sag mal so, gibt's bestimmt Schlimmeres. Ja, wie zum Beispiel sterben, wenn man seine Rüstung anhat. Gut, das musste er jetzt nochmal loswerden. Dringend. So, aber wir können den nächsten Haken setzen. So, jetzt kommt Travel to the End. So, ich glaube, das wird jetzt wieder interessanter. Und zwar können wir nämlich unser eigenes Endportal theoretisch bauen. Brauchen dafür aber Gaia Spirits mit Botania, die wir noch nicht haben. Oder Legendary Lootbags. Ja, ich baue es ja schon um. Danke. Also, um zu erklären, was er umbaut, wir haben ja unsere automatische Lootbag-Öffner-Sache. So wie hier irgendwo. Da. Und die baut Scanner jetzt praktisch so um, dass die Legendary Lootbags macht. Das Problem an der ganzen Sache ist, irgendein schöner Mob hat uns hier unsere Mobfarm zerlegt. Ich würde ja pauschal auf den Creeper tippen. Aber naja, das heißt, wir müssen die erstmal kurz wieder funktional machen. Können auch explodieren. Weil sonst kommen wir hier nicht wirklich weiter, weil wir brauchen definitiv die, na, die Mobs dafür. Jetzt, wo ist die Frage? Ob man die noch ausbauen? Nö, eigentlich nicht. Ich denke mal, es ging eigentlich relativ flott, was ich so in Erinnerung habe. Außerdem wird die ja eh bald umgebaut. Wird schon gehen. So, Welt. Wichtig ist halt erstmal, dass wir die wieder sozusagen in ein Stück bringen. Weil, wie ihr schon gesehen habt, waren da doch ganz schöne Lücken durch unseren explosiven Freund entstanden. Wobei, Freund, naja. Alles ist relativ. Oh Mann, wenn man es nicht hinkriegt, sollte man es eigentlich sein lassen. Habe es gerade 8-mal probiert, ein Stack Cobblestone aus dem System zu nehmen. Einfach, ne? Ja, hatte eine gewisse Kompliziertheit. So, dann brauchen wir ein, na, ein Grinder? Mann, irgendwie fehlen mir jetzt ständig Wörter. Den Menschen wie den Leuten. Jetzt habe ich gerade einen Lag. Jo. Also kurz durchcraften, das ist jetzt nicht wirklich so mega spannend, ich weiß. Nein! Was hast du jetzt schon wieder angestellt? Mein Magnetic Dynamo ist gerade mitsamt allen Augments ins Jenseits gesegelt. Was Naja, brauche heißt? ich mir einen neuen. Was hast du denn angestellt? Ich habe ihn abgebaut und er ist über die Kante gefallen. Ja. Und selbst mit hinterher sprengen war ich zu langsam.
Naja, brauche ich einen neuen. Lass mal was anderes bauen. Aber wir haben keinen Input mehr, aber. Ach Quatsch, Import nicht Input. So, der Vorteil ist natürlich, dass an der Stelle, da wo wir da jetzt wieder hinsetzen, schon mal alles da war. Das heißt, theoretisch hat der Creeper zwar alles in die Luft gejagt, was die Technik angeht, aber wenn wir Glück haben. Haben wir nicht, war ja klar. Ach ja. So, also jetzt im Endeffekt richten wir jetzt mal die Mob-Farm wieder her. Und die braucht einen Grinder. Der Grinder schmeißt dann das Gelootete praktisch in eine Kiste. Und aus der Kiste ziehen wir es dann einfach ins ME-System. Also jetzt wirklich nicht so ein Hexenwerk oder sowas. Jetzt sollte der hoffentlich ein Signal kriegen. So, online, perfekt. So, dann machen wir da noch zu. Und jetzt fliegen wir von oben nochmal rein und machen die Fackeln weg. Weil nur wenn die Fackeln weg sind, wird es dunkel genug, dass hier drinnen Mobs spawnen können. So, jetzt sollte eigentlich alles laufen. Das klingt gut. Das klingt schon nach den ersten, ja, leider von uns gegangenen Skeletten. Hust, hust. So, ich suche immer noch übrigens meine Plutonium-Kuh. Deswegen schaue ich mir die hier alle an, die hier spawnen. Aber wie es aussieht, ist das wieder. Plutonium-Kuh. Ja. Ich glaube, ich hatte eine. Hä? Sicher, dass die nicht drüben sitzt? Eigentlich ziemlich sicher. Die Lassos durchguckt, die im System sind? Das waren nämlich Kühe, die ich nicht zugeordnet habe, aber die meiner Meinung nach auch zu wichtig waren. Also die. Ethanol, Liquid Death, Land Oil, Ich hab sie, ich hab sie, ich hab eine, ich hab eine, ich hab eine. Witchwater und Molten Endarium. Warum habe ich die nicht? Ach, weil wir da schon zwei haben, deswegen. Okay. Hier, die kannst du bitte mal anschließen. Mach doch selbst, die sind eigentlich angeschlossen. Also einfach in die Kiste setzen oder was? Nee. Warte mal, ich komm mal mit rüber. Schon in Nether. Aber da sind, glaube ich, noch welche frei, die schon einen Rancher haben. Halt, ich nehme erstmal ein bisschen Glas mit. Habe ich nämlich das letzte Mal zu wenig gehabt. Links, links. Sagen.
welche frei sein? Hier. Iron? Hier, hier. Oh, sag ich doch. Oh, hast du ein Schild mit? Nö. Spannerei. Du musst da noch eins ran. Der hier hat nämlich auch schon einen. Sehr schön. Weil damit, der ist komplett, ist alles komplett angeschlossen. Der kümmert damit sich. Damit können wir nämlich jetzt dann unsere Big Reactor Sachen mit Plutonium füllen. Das macht wir Spaß. Müssen nur. Übrigens, ne? Falls du dich wunderst, warum hier auf einmal zwei Tesserakte sind. Ich habe festgestellt, dass Ender Fluid Fluxducts eine Begrenzung haben, in wie viel verschiedene Flüssigkeiten sie aufnehmen können. Aha. Die hatten wir erreicht, deswegen musste ich es zweiteilen. Die beiden Tesserakte sind beide mit Fluidkauf verbunden, also der Fluid Import Bus hat damit keine Probleme. Aber die Ender Fluxducts, es wurde nämlich hier hinten die Iron Crew nicht abtransportiert. Wo ist sie? Die da. Okay. Gut, gut zu wissen, würde ich sagen. Wieder was gelernt. Jo. The more you know. Du, 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 du. So. Compressed Zombie Pigman. Drüben in der Festung. Ja. Hier ist die Frage. Was ist denn hier los? Wetteränderung. Immer etwas so. Brutal. Oh, das klang jetzt gerade wie sonst sowas. War's ja auch. So, damit haben wir das auch. Gucken wir unser Buch an. So, also End wird eine Weile noch dauern. So. Link in Ender Pooch to an Ender Chest. So, Ender Pooch. Okay. Das ist ja Pillepalle. Wenn ich es richtig verstanden habe, muss ich die jetzt bloß rechtsklick auf die. Jo, genau. Und kann jetzt hier praktisch jederzeit reingucken in die Endertruhe. Von egal wo ich bin, mit Hilfe des Rucksackes. Juhu. Braucht man wahrscheinlich einmal im Jahrzehnt. Aber wir brauchen das gerade eben, um den nächsten Haken zu machen. So. Craft and use an Ender Query. Ja. Craften kein Ding, das Use könnte zum Problem werden. Wieso? Ja, wenn dadurch wieder drüben alles abschmiert. Ja, der einzige Punkt, wo eine Ender Query Sinn macht, ist nun mal leider Gottes, Deep Dark. Aber das müssen wir testen, schlicht und ergreifend. Gut, also schauen wir mal, wie wir eine Query bauen. Das muss man dir nicht allen anders zeigen, oder? Oh, schick. Diamond Edged, über Gottes Willen. Und da brauchte man doch irgendwie noch diese Upgrades rundherum für die Ender Query, oder war das bloß das Gerät an sich? Du hast die Ender Query an sich läuft auch schon. Also funktioniert auch schon, wie sie soll. Das Upgrade brauchst du nur, wenn du, sag schon, wenn du mehr Glück haben willst beim Abbauen oder mehr Geschwindigkeit oder so. Also die Ender Query an sich läuft auch schon. Was du brauchst sind. Warum arbeitet der nicht zur Hölle? Weil hier nichts abfließen kann. Die Ender Query brauchst du und dann noch die. Na, wie heißen sie denn? Diese Ender Landmarks. Oh Gott. Also, wie sind die? Ah, super. Endermarks heißen die, glaube ich. Mhm. Sehen aus wie Redstone-Fackeln, nur dass sie grün leuchten. Okay, gut. Also, eins nach dem nächsten. Das wird ja noch alles lustig. Warte nicht. Ach, doch, da. Ja, Ender-Marker heißen die. Okay. Da brauchst du eine coole Idee übrigens. Wieder. Das sind diese neuen Bautische, die diese Ender Flux Crystals rundherum brauchen. Die sind aber in der Herstellung ein Witz, also. Die müssten wir Jure in den Beutel schon drin gehabt haben. Ender Flux Crystals? Das wäre geil. Nein. Das sind Ender Infused Obsidians in umgedrehten T und obendrauf in Ender Eye. Also, es ist in der Herstellung wirklich ein Witz.
Und diese Enderblöcke, die kriegst du ja auch problemlos hergestellt. Hier los. So. Ach du grüne Neune. Ender Thermic Pump sind ja auch. Ja, brauchst du aber nicht. Du brauchst doch keine Flüssigkeiten. Ich brauch die für die Ender Kirby. Achso, an sich für die Herstellung schon? Hm. Das wusste ich nicht. So. Jetzt habe ich gerade echt das Rezept für einen Wassereimer rausgesucht. Aus dem Name. Ja. Wichtig, muss man nicht unbedingt wissen, wie so ein Wassereimer funktioniert. Ich habe eigentlich gerade ein größeres Problem. Warum zur Hölle transportiert der Tesseract die produzierte Energie nicht ab? Du kannst das nicht direkt anschließen, aber du musst ein Energiekabel dazwischen machen. Ja, ich habe da Resonant Fluxducts dazwischen. Und pulver die direkt in Tesseract oder hast du den Tesseract über Conduits? Ich habe den über Conduits angeschlossen. Das ist schlecht. Nö. Der Tesseract klemmt direkt. Nee. Drüben. An der Capacitor Bank. Wo es läuft, habe ich den über Conduits angeschlossen. Nee. Du hast keinen Eingang definiert beim Tesseract an der Bank. Weder Eingang noch Ausgang. Das geht, Moment, sobald du Conduits nimmst. Aber wenn du keine Conduits nimmst, geht's nicht. Ich. Normalerweise. Nee, hast du nicht. Ich habe ja gerade geguckt. Aber die Bank ist auch voll. Nebenbei. Ja, klar, ist die Bank voll. Sind alle Banken voll. Ich glaube, dann können wir die Wasserräder wegreißen langsam mal, oder? Wahrscheinlich ja. Wenn wir die nicht noch für irgendwas Wichtiges brauchen. Ich sag mal so, ich habe ja jetzt 5 Magmatic Dynamos auf Vollgas laufen. Einer davon macht so viel wie das Doppelte von den Wasserrädern. Hm. Ich glaube, wir können es uns schenken. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, wir könnten uns mittlerweile auch die Solarproduktion schenken. Nee, na gut. Die passen wir nicht aus. Bitten aber theoretisch, weil die Dinger so abartig viel Energie produzieren. Mhm. Aber jetzt kann ich tun, was ich schon lange tun wollte. Wo ist das TNT? Nein, du sprengst nicht irgendwas an dem Haus, an dem Ding in die Luft. Doch, ich spreng jetzt die Wasserräder. Oh Gott. Ich würde schon immer mal Abrissarbeiter spielen. Ja, das nimmst du aber bitte auf, damit unsere Zuschauer es jetzt auch anschauen können. Damit sie zuschauen können, wie ich den ganzen Mist hochjage. Ja. Okay, dann nehme ich die nächste Folge wieder auf. Da, ja, da brauche ich ja wieder Flint Steel. Haben wir sogar noch. Da kann ich unseren Zuschauern das nächste Runde auch mal zeigen. Mit den Magmatic Dynamos. Wie die arbeiten. Das verstehe ich aber gerade bloß noch Bahnhof. Warum die so arbeiten, wie sie arbeiten. Ich habe gerade eben. Hast du rein zufällig Burnt Quarz verbraucht? Nö. Nicht, dass ich wüsste. Weil ich hab's ja auch für nichts gebraucht. Ich hab ja. Was? Nö. Nicht gebraucht. Geile Allee? Hm? Allee? Ja, sozusagen. Haben wir nicht noch Netherquartz? Nein, ist auch alle. Was? Ist dann komisch. Ich mach grad Neues. Hm. Gut. Dann würde ich sagen, wir haben ja heute wieder was geschafft. Ich muss jetzt eh noch warten, bis ich mit der Ender Query weitermachen kann. Daher danke ich euch fürs Zuschauen. Ist eine etwas kürzere Folge heute, aber ich denke mal, es muss ja nicht immer so lang sein. Und ja, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, sagt einfach Bescheid. Und sonst bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.